Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum nächsten Zoobesuch. Dieses Mal sind wir im Jenga-Zoo von M. Köse. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll darauf, diesen Zoo zu besuchen. Ist ein eher kleiner Zoo, aber ist trotzdem ziemlich nice. Gehe ich auf jeden Fall davon aus. Im Grunde genommen, wenn man den Zoo von oben schon besichtigt, dann sieht man schon, dass es ziemlich nice aussieht. Dementsprechend freue ich mich ganz doll darauf, diesen Zoo zu besuchen. Wenn du übrigens auch möchtest, dass ich deinen Zoo in Zukunft mal besuche, dann schickst du mir den Steam-Link zum Workshop, also zu deinem Workshop, über Discord, über Steam oder über Instagram. Und dann kann das sein, dass ich in Zukunft auch deinen Zoo mal besuche. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Wir starten jetzt einfach mal rein in den Jenga Zoo. Freue mich schon ganz doll drauf. Hier gibt es ein Steakhouse. Das Gebäude sieht fantastisch aus. Generell muss man sagen, die Gebäude sehen sehr, sehr nice aus. Das ist ein Restaurant. Und ich meine, what's not to like? What's not to like? Sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Ein bisschen Seafighting, das ist ein bisschen ärgerlich. Da drüben ist ein Spielplatz direkt. Und hier gibt es hier nochmal das Staffhaus. Da kann man direkt reinschauen und sehen, was die Pfleger dort tun. Was die mit den Karotten machen, weiß ich nicht. Aber wir lassen es mal so, wie es ist. Und gehen einfach mal rein. Welcome to Jenga Zoo. Ich freue mich ganz doll darauf. Es kann natürlich sein, dass ich hier diese Assets jetzt nicht genommen habe. Hier die Dateien für den Workshop. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt. Warte mal. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich die jetzt vergessen habe. Meistens werden die mir auch mitgeschickt und ich bin auch der Meinung, dass ich das überprüft hatte, aber. Also ein bisschen ärgerlich jetzt. Naja, ist ja auch. Es ist, wie es ist. Der Zoo sieht ziemlich trotzdem nice aus. Guck mal, die Statuen hier. Das ist super smart gemacht eigentlich. Super smart gemacht. Das Seafighting ist ein bisschen ärgerlich. Ach, hier sind auch noch Statuen. Guck mal, diese Statuen sind alle so nice gemacht. Ja, moin, Leute. Ja, moin. Okay. Hier werden wahrscheinlich irgendwelche coolen Sachen. Jetzt sind wir drin im Zoo. Im ersten Bereich sind wir drin. Da ist das erste Gehege schon auf der Seite. Und es gibt Fußspuren, denen wir folgen können. Da freut man sich natürlich doppelt. Hier gibt es das erste Gehege und zwar ein Flamingo-Becken. Sehr nice. Es ist schade mit diesem Seafighting. Finde ich ein bisschen ärgerlich. Aber ich meine, das ist halt auch schwer zu machen. Das ist smart. Das ist ziemlich smart. Und dann hier die Flamingos, wie sie schwimmen. Und im Hintergrund gibt es diese kleine Hütte für die. Es sieht halt nice aus. Ich meine, sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Hier haben wir ein kleines Moor-Antilopen-Gehege. Die Moor-Antilopen, als die damals im Wetlands-Pack dabei waren, hat man sich auch gedacht, okay, braucht man sie wirklich? Mittlerweile, muss ich sagen, die braucht man, Leute. Die Moor-Antilopen. Sind mit so Geheimfavorit-Tiere hier bei mir auf meiner Liste. Das Gehege sieht ziemlich nice aus. Sind die nur zu zweit? Weil das sind ja nicht so viele dann. Oder schläft einer drin? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es wäre schön, wenn es mehrere geben würde. Als nur ein und zwei. Aber es sieht danach aus, als wären die nur zu zweit. Hier die Flamingos. Das mit dem Futterding hier sieht sehr nice aus. Das ist super smart gemacht. Hier so diese Säulen dazu zu machen. Toilettenhäuschen. Auch standardmäßig gehalten. Und dann geht es jetzt hier nach links. Rechts sehen wir hier ein Orang-Utan-Gehege, hätte ich mal gesagt. Ein Kletterflame. Aber hier sind die Pikaris. Das sind aber auch süße Tierchen, ne? Das Seafighting, muss ich sagen, ist ein bisschen schade. Das macht das Gefühl so ein bisschen kaputt, muss ich sagen. Aber eigentlich ist es ganz schön. Und eigentlich ist es auch schade. Also das Gehege sieht mega aus. Mit dieser kleinen Erhöhung hier. Leute, hier ein kleiner Bereich für die Flamingos. Ich habe in letzter Zeit so wenig Inspiration zu bauen, aber wenn ich das Gehege hier so sehe, da kriege ich wieder Bock. So, hier haben wir eine kleine Voliere für Binturongs. Eine kleine Voliere für Binturongs mit einem kleinen Climbing Frame, also einer Kletterstruktur, die wir hier haben. Die Süßis. Und auf der Seite Ameisenbären und Kapibaras. Oh, da schwimmt eins. Da schwimmen beide. Guck mal. Schau mal einer, guck. Ein Südamerika-Vergesellschaftetes Gehege. Nice. Gerade die Ameisenbären.
Aber cool. Bamino. Bamino. Oh, der sitzt da, wie süß. Die Ameisenbären. Hier haben wir die Pirsewalzgefährde. Ist auch ein süßes Gehege, ne? Und das ist jetzt der hintere Bereich. Da war ja der Mitarbeiterbereich, ne, von eben zum Anfang. Das ist ein bisschen, das muss man an der Stelle sagen, ist ein bisschen schlauchig, die ganze Geschichte. Aber die Gehege sehen halt ziemlich nice aus, deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Aber es ist schon so ein bisschen schlauchig, die ganze Geschichte. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man den Bereich nicht komplett ausnutzen wollte, beziehungsweise sich das Ganze ein bisschen klein halten wollte, den Bereich. Und dann, das sind die Capybaras. Und dann gesagt hat, gut, dann wird es halt ein bisschen schlauchiger. Es macht nichts, also es ist trotzdem ziemlich nice. Aber es macht halt, es ist halt so ein Gefühl. Moin. So, was haben wir hier? Hier haben wir das Aussie Café. Also das Australien Café, würde ich jetzt einfach mal schon spontan sagen, oder? Aussie Café? Könnte das hier das Australien Café sein dann? Gehen wir jetzt in den Australien Bereich? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Das ist immer noch Südamerika hier. Das war immer noch der Ameisenbär und das Capybara-Gehege. Und hier sehen wir Jaguare. Das sah eher so aus, als würde hier irgendwas hängen. Strange. Ein Jaguar-Gehege. Aber wir sehen kein Jaguar. Sind sie drinnen? Das ist die große Frage. Ist der Jaguar drinnen? Nee, da ist einer. Ach, da sind beide. Ein schwarzer Jaguar und ein gepunkteter. Die Süßgen, du. Die Süßgen. Die Süßgen. Finde ich süß. Und ich mag das auch hier mit diesen Zäunen, dass man halt Glas und dann hat man halt auch wie ist das? Die Mauer und diesen Zaun da oben. Finde ich nice. Schöner Climbing-Frame für die. Ist das möglich, dass das so hängt? Ich weiß, ich gehe jetzt einmal kurz rein, weil ich wollte das einmal sehen. Nee. Aber es sieht cool aus von hier. So, hier waren die Picaris. Ach genau, dann sind wir hier lang gegangen. Toilettenframes. Und auf der Seite sind jetzt die Orangutans. Die Orang-Utans. Krokodilhaus. Na, da freue ich mich ja direkt. Das ist ja direkt mein Highlight. Orang-Utan-Außenbereich. Also ich finde ja, die Orang-Utan, es gibt mittlerweile ja eine Mod, die ich gesehen habe, wie man den Orang-Utan noch verbessern könnte. Heftig, was das mit Mods, was mit Mods in diesem Spiel möglich ist. Climbing Frame gefällt mir sehr gut. Kletter Stuff. Finde ich, ist krass, was mit Mods mittlerweile in diesem Spiel möglich ist. Hier ist das Leistenkrokodilgehege, da schillt eins im Wasser. Und auf der Seite... Krokodilskaimane. Ich kenne meine Schweine direkt am Gang, Leute. Weiß ich direkt, welche Tiere das sind. Hier, Leistenkrokodil. Ja, es ist ein nettes Gehege, ne? Aber ich meine, was willst du machen bei so Krokodilen und Kaimanen und so? Kannst nicht so viel machen. Die liegen halt einfach den ganzen Tag stumpf rum, ne? Und sind lame. Der Hate is real. Das Gebäude gefällt mir aber sehr gut. Bisschen schade, dass man Krokodile reingemacht hat. Also ich sag mal, Kängurus hätten es auch getan. Nee, Quatsch. Also es ist ein mega cooles Gehege. Das wollte ich einfach mal so gesagt haben. Die Gehege beide, also auch das hier für die Kaimane, für die Krokodilskaimane, auch hier mit dem Unterwasser-Viewing. Manchmal ja so gesucht, also so versucht, als müsste man ein Unterwasser-Viewing machen. Das ist hier jetzt nicht so der Fall. Fühlt sich sehr gut an, auch gerade auch hier mit der Wand. Gefällt mir sehr, sehr gut. Seafighting ist schade. Aber generell sehr, sehr nice. Auch hier mit diesen Bäumen, die dann in die Erde gemacht wurden. Das sieht sehr gut aus. Das ist wirklich ziemlich gut gearbeitet. Und man muss das an der Stelle einfach mal sagen, das wurde bis jetzt noch nicht appreciated. Die ganzen Hölzer hier, ne? Das ist Bambus, aber ich habe auf der anderen Seite auch schon Hölzchen gesehen. Ihr wisst aus guten alten Mitwaldezeiten, wie krass viel Arbeit das ist. Dementsprechend appreciated man sowas ganz anders. Der Innenbereich der Orang-Utans und der Gorillas, wir haben scheinbar auch Gorillas hier in diesem Zoo, da hätte man noch ein bisschen was machen können, glaube ich, auch gerade hier für Climbing Frame für drin, bei beiden Tieren. Aber
Ich meine, es ist halt ein bisschen sporadisch eingerichtet. Dafür mag ich das mit den Gläsern hier. Mit den Gläsern sieht das sehr, sehr nice aus. Hier haben wir dann den Gorilla-Außenbereich und der sieht dann natürlich schon wieder ganz anders aus. Das ist dann natürlich State of the Art mit diesem Kletterzeug hier. Das sieht sehr, sehr nice aus, wie das hier eingebaut wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann die Nialas. Leben die alleinig? Ach, guck mal. Das ist ja süß. Und das bei den Nialas. Ist cool. Es ist irgendwie so ein bisschen, baut man viel zu selten zoomäßig mit den Tieren. Finde ich. Und gerade auch Nialas baut man halt wirklich viel zu selten. Mittlerweile. Die waren ja damals so mit die einzigen Antilopen, die wir hatten zu Anfang. Aber mittlerweile. Und die haben hier ein schönes Gehege. Ist ein bisschen savannig gehalten, ne? Könnten auch Kudos sein, die da drin leben. Planet Coaster Musik. Da ist der Silberrücken. Ah, es fühlt sich gut an. Der Zoo fühlt sich ziemlich, ziemlich gut an. Das muss ich einfach mal sagen. Hier haben wir ein Löwengehege. Mit viel Wasser. Also man muss schon weit gucken zu den Löwen, aber da im Hintergrund wird schon gegangen. Alter, es ist aber auch eine große Löwengruppe, ne? Haben wir noch irgendwie die Möglichkeit auf Glas? Weil das wäre, glaube ich, noch ein Stück nicer. Lion Cave. Ah, sehr gut. Hier gibt es also die Möglichkeit, in die Höhle der Löwen zu gehen. Und hier kann man sie dann direkt von vorne, von dichter dran bestaunen. Finde ich immer ein bisschen schöner als da drüben. Es sind zwei Sachen auf der anderen Seite, die mich so ein bisschen ärgern, was die Betrachtung des Geheges betrifft. Auf der einen Seite Glas ist cool. Auf der anderen Seite Glas und dann ein Wassergraben, der so breit ist. Ist ein bisschen schade. Es wäre cooler, so zu gucken, ne? Dann wirst du halt ein bisschen dichter dran. Weiß ich nicht, wie man das vielleicht hätte lösen können mit einem erhöhten Weg oder irgendwie noch mit irgendwas. Aber dadurch, dass die halt schwimmen können, ist das ein bisschen ärgerlich. Müsste man mal sehen. Aber das hier ist so ein bisschen schade. Oder hier halt ein Unterstand. Also so eine Pergola. Weil durch den Schatten ist das halt ein bisschen schade gelöst. Das spiegelt halt so doll. Kann natürlich daran liegen, dass ich den Zoo zu dieser Zeit, die ich jetzt meistens eingestellt habe, also 13 Uhr, besuche, aber ja. Und dann hast du hier ein Gepardengehege. Ob das so safe ist? Nee. Aber es sieht nice aus. Also es gefällt mir. Es ist nicht ganz so groß, ne? Aber so von der Zaunhöhe bin ich überrascht, dass das beim Geparden passt. Das sind aber süße Tiere, ne? Geparden haben wir auch schon Ewigkeit nicht mehr gehabt im Spiel. Vanillatiere, die man viel zu selten gebaut hat. Jetzt hat er es gesagt. So, Lion Cave geht weiter. Die Jagd der Tiere geht auch weiter. Giraffen und Zebras in einer Gemeinschaftsgehege. Und hier sind große Pandas. Alter. Guck mal, das Gehege finde ich mega. Das sieht richtig gut aus. Mit dem Bambus und den Felsen. Also Felsen und Pflanzen und also das sieht richtig, richtig gut aus. Das gefällt mir richtig gut. Das Gehege hier für die Pandas. Fühlt sich richtig gut an. Dann haben wir hier diese Afrika-Savanne mit Zebras und Giraffen. Also Must-Haves in jedem Zoo, jetzt habe ich es gesagt. Giraffen und Zebras gönnt ihr euch gerne in so einem Gemeinschaftsgehege. Sie bereichern euren Zoo jedes Mal. Jedes Mal. Finde ich einfach nur cool. Und dann hier das Panda-Gehege. Moin. Dann das Panda-Gehege. Finde ich richtig gut. Gefällt mir. Gefällt mir. So, hier können wir reingehen. Da haben wir die Sonnenbären. Okay, da hinten ist einer eskaliert. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt hier lang gehen, aber ich glaube, es liegt daran, dass wir hier einen Innenbereich noch besitzen für die Pandas, genau. Ein süßer. Guck mal, und der Innenbereich hier ist, wenn wir den vergleichen mit dem Innenbereich der Orang-Utans, ganz anders eingerichtet. Aber es sind natürlich auch Pandas, da kannst du natürlich weniger drin machen. Und die sind schneller glücklich. Das muss man vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Das waren die Sonnenbären. Oh, da liegt einer in seinem Dings da. Sehr nice. Das ist auch so verschenkte Mühe von diesem Enrichment-Item, dass das nur die Nebelparder und die Sonnenbären benutzen können. Aber wir sind bis heute noch ein bisschen schade, sag ich, wie es ist. Bis heute noch ein bisschen schade.
Die Savanne gefällt mir richtig gut. Neben der Savanne Thompson, nee, Springböcke und Elefanten. Und hier war nochmal Sonnenbierland. Hier passt das mit dem Wasser, ne? Aber die können natürlich auch nicht rausklettern und springen. Aber auch mit dem Wasserfall da. Das gefällt mir richtig gut hier. Das Gehege gefällt mir. Hier die Fantis. Okay, der eskaliert. Afrikanische Fantis. Und ein ganz großes Gebäude hier. Ich bin wirklich gespannt. Aber das Elefantengehege. Also, ist jetzt nicht outstanding, aber es funktioniert, ne? Also, es ist jetzt nicht... Es ist jetzt nicht, was hat er denn? Hat er eine Elefantenhose an? Na, hören Sie mal, mein Herr. Ach, da sind ja, stimmt, da waren ja Springböcke noch drin. Es ist ein cooles Standard-Elefantengehege, wenn man das so sagen kann. Da ist jetzt nichts Aufregendes, aber es ist auch nichts Schlimmes irgendwie. Finde ich gut. Ein Gebäude und ein Gehege nur für die Nasenaffen. Und auch hier der Innenbereich richtig nice mit den Pflanzen im Hintergrund. Ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, ist ein bisschen spartanisch eingerichtet. Also man hätte hier vielleicht auch ein bisschen mehr von diesem Beddings, also von den Schlafsachen da hinlegen können. Aber so generell finde ich das ganz cool. Und hier die Möglichkeit für die Nasenaffen rauszugehen. Sowohl auf der Seite als auch auf der anderen können die Nasenaffen dann nach draußen und da können die Nasenaffen sich dann auch betätigen auf diesen Climbing Frames, auf diesen Kletterstuff. Sehr nice. Kraniche haben wir hier einfach mal hin platziert. Finde ich cool. Das ist auch so zoomäßig, ne? Hast du hier so Nasenaffen so Highlight-Tiermäßig unterwegs und ich weiß, Nasenaffen sind Highlight-Tiere, die gibt es nicht so häufig in Zoos, das muss man an der Stelle auch einfach mal sagen. Aber dann hast du halt auch nochmal hier so ein paar Kraniche, die halt auch sehr gut hier reinpassen, muss man auch sagen. Ein Souvenirshop, Leute, ich sag's wie es ist. Diese Souvenirshops in Planet Zoo, mega, mega cool. Die Luftballons. Einmal die Sachen hier aus dem Souvenirshop von früher und dann die aktuellen finde ich auch mega nice. Elefantengehege. Sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Hier haben wir Wombats. Randomly. Ein bisschen zufällig. Dann haben wir hier natürlich noch das Outback House nebenan. Da ist Australien einfach mal gedreht worden. Das ist weird. Aber es ist natürlich Down Under, ne? Also dementsprechend. Der Zaun hier mit diesen, also zweimal Bambus und in der Mitte dann der Zaun. Sehr, sehr gute Riesenkängurus mit Emus. Im Hintergrund Wasserfall, der dann hier lang geht. Achso, ich dachte, der geht vorne auch nochmal lang, tut er aber nicht. So ein schönes Australien-Gehege, was mir sehr gut gefällt. Also dadurch, dass wir... Wenn du überlegst, wir haben im Standard-Pack, also im Standard-Planet Zoo, keine Australien-Tiere gehabt, außer die Krokodile. Außer den Krokodilen. Finde ich heftig. Das Outback-Haus, ich bin mal gespannt. Kiwis werden wir hier wahrscheinlich hier sehen. Koalas auf... Was alles in der Welt? Nochmal Koalas. Achso, die können hier oben rüber gehen. Das ist schon wieder nice. Das ist schon wieder nice. Also bis auf, dass die halt so hart am Rumlenken sind. Die können hier überall rumgehen. Das gefällt mir sehr gut. In der Mitte sind die Kiwis. Dann sind hier Quokkas. Naja, genau. Man kennt ja mittlerweile, also wenn du so ein Outback-Gehege hast, dann kennst du ja auch die Tiere, die drin sind. Tasmanische Teufel wären auch noch gegangen, aber so vom Zaun her waren Quokkas die bessere Wahl. Ist schon so ein bisschen komisch, dass die im Spiel sind, die Quokkas, ne? Aber ich mag sie. Ich finde sie gut. Staff House. Also das Outback House gefällt mir sehr gut. Auch so wie es gebaut ist. Finde ich richtig nice. Hier haben wir dann Erdferkelis. Die auch immer süß sind. Mit so kleinen Unterständen. Die Süßken. Hier sind ein paar Hyänen. Also wir haben etliche Tiere drin. Guck mal, und sowas hier hätte ich bei den Löwen auch gut gefunden, glaube ich.
Weil das Gehege sieht sehr, sehr nice aus bei den Hyänen. Also das gefällt mir richtig gut. Und da kommt die Hyäne ran. Gegenüber Warzenschweine. Auch ein schönes eigenes Gehege. Und da drüben ist ja tatsächlich schon das Restaurant vom Anfang. Hier haben wir jetzt nochmal Kaffernbüffel. Einen Spielplatz, der sehr gut ist. Ich tue mir immer so schwer mit Spielplätzen, aber der hier, ich meine, wenn wir hier nicht rutschen, ne? Das sind diese Reifen. Diese Armreifen, sehr nice. Sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr cool gemacht. Die große Schaukel, Leute. Hier kannst du dann nochmal zu den Pombas reinschauen, zu den Warzenschweinen. Finde ich gut. Und auf der gegenüberliegenden Seite dann Kaffernbüffel. Hier passt das nicht so gut wie bei den Flamingos, dass das schwebt im Wasser. Wollte ich einmal so gesagt haben. Aber Kaffernbüffel und Nashörner in einem einzelnen Gehege. Finde ich aber gut. Es passt sich gut rein. Da drin schläft noch eins. Gebäudetechnisch passt das auch sehr, sehr gut hier alles in den Zoo. Sehr gut. Und zu Anfang natürlich nochmal die Moorantilopen. Ne, da ist noch ein zweites Weibchen. Sehr gut. Sehr, sehr nice. Das ist dazu von oben. Ich finde der Jenga Zoo ein fantastischer Zoo, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt etliche Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Insgesamt der Aufbau. Ich finde allerdings, es ist ein bisschen sehr Gehege an Gehege hier. Das ist ein bisschen schade. Aber grundsätzlich die Gehege und die Aufmachung des Zoos finde ich nice. Finde ich wirklich nice. Gefällt mir richtig, richtig gut. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Zoo haltet und was euer Highlight war. Ich möchte, glaube ich, sagen, dass mir die Gebäude am besten gefallen haben. Das Krokodilgebäude hier finde ich sehr, sehr nice als Gebäudebau, dass da Krokodile drin sind. Ist auch okay. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schickt mir euren Zoo, wenn ihr auch möchtet, dass ich den in Zukunft mal besuche. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, haut erstmal rein.